Hallöchen miteinander, wir machen uns heute dieses wunderbare Einkaufsnetz und wie ich das mache, seht ihr in meinem Video. Viel Spaß beim Zusehen und los geht's, ihr Lieben. Hallöchen, ihr Lieben, wir machen uns heute eine ganz einfache Tasche und ich benutze jetzt zwei Wollreste, die ich noch übrig gehabt habe. Da benutze ich einmal gelbe Wolle ein bisschen. Wie viel ich davon brauche, weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie groß ich die Tasche machen werde. Dann für meine Griffe benutze ich blaue Farbe. Das ist alles Baumwolle hier, die ich hier benutze. Also ein bisschen elastischer. Ich habe eine 3,5 Häkelnadel. Ihr braucht einen Vernähfaden und eine Schere. Und lasst uns das Ding beginnen. Wir beginnen mit 50 Luftmaschen. Holen wir uns erstmal den Faden. Das war jetzt nichts wieder. Naja, ein bisschen nervös. Es ist Dienstag, habe gerade ein anderes Video gestartet. Und deswegen noch nicht so ganz wach heute Morgen, aber das kommt schon noch. Und jetzt mal Faden ein bisschen da drauf und wir häkeln 50 Luftmaschen. Ganz schön locker häkeln. Bei mir habe ich ab und zu das Problem, dass es die Wolle ein bisschen spaltet. Ganz fürchterliches Ding. Und ich mache mal ein bisschen weiter jetzt und dann zeige ich euch, wenn ich die 50 gehäkelt habe. Ich habe jetzt 50 Maschen gehäkelt und jetzt geben wir noch zwei Stück hinzu. Eins und zwei. Und jetzt gehen wir hier in diese dritte Masche hinein und jetzt häkeln wir zurück in halben Stäbchen. Das heißt, ihr zieht den Faden durch und dann durch alle drei hindurch. Dann geht ihr in die nächste Masche rein, holt euch wieder den Faden und durch alle drei durch. Und so machen wir das jetzt, bis wir die Reihe durchgehäkelt haben. Und wir sehen uns auf der anderen Seite, sehen wir uns dann wieder. Ich bin jetzt an der allerletzten Masche angekommen und da häkeln wir jetzt uns, ups, da sind wir noch nicht ganz durch, so ab und zu hakelt es ein bisschen bei mir noch. Aber mit Geduld funktioniert das schon. Irgendwie. Und in diese letzte Masche häkeln wir jetzt uns ein Doppelstäbchen. So. Damit haben wir einen Abschluss gemacht. Jetzt drehen wir uns das Ganze um und gehen wieder in jede Masche ein halbes Stäbchen. Das heißt, wir häkeln das Ganze jetzt zurück bis auf die andere Seite. In jede Masche ein halbes Stäbchen hinein. Und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin jetzt an der letzten Masche wieder angekommen. Und auch da machen wir jetzt noch eine
Verbindung und dann. Da gehen wir natürlich zweimal rein in dieselbe Masche, wie auf der anderen Seite auch. Und nun stech dir in dieses erste Loch hinein, in die erste Masche. Und dort machen wir jetzt eine Kettmasche, um das Ganze zu verbinden. Damit habt ihr euren Anfang gemacht. Jetzt drehen wir uns das ganze Teil ein bisschen. Und jetzt machen wir 5 Luftmaschen. 2, 3, 4 und 5. Und nun lassen wir die ersten 2 Maschen aus und ab jetzt häkeln wir nur noch Stäbchen. Das heißt, durch 2 durch, 1 durch. Dann machen wir wieder 2 Luftmaschen hinein. Lassen wieder 2 aus, gehen wieder in die dritte hinein, ziehen uns den Faden durch 2 durch und durch die anderen 2 ebenfalls durch. Dadurch ergibt sich dieses Muster hier. Und so häkeln wir jetzt eine Reihe rundherum. Ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. 1, 2, wieder in die dritte hinein, wieder ein Stäbchen reinhäkeln. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. So, ich bin jetzt an den letzten Maschen angekommen. Und mache jetzt nochmal 2 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und hier nochmal ein Stäbchen hinein. Damit haben wir die Runde abgeschlossen. Jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen. Und hier in diese letzte beziehungsweise erste von diesen Kringeln, die wir schon gehäkelt haben. Dort machen wir jetzt eine Kettmasche hinein. Damit verbindet sich unser Teil und wir haben eine Runde abgeschlossen. Und nun beginnen wir wieder mit 5 Luftmaschen. 5 Luftmaschen. Jetzt muss ich mal meinen Faden erstmal wieder ein bisschen holen, sonst wird das nichts. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr stecht hier in diese erste Masche. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zeige euch das mal. Hier in die zwischen die Stäbchen in diese erste Masche, da stechen wir jetzt hinein und häkeln weitere Stäbchen hinein. Das heißt, wir ziehen uns den Faden durch, ziehen durch 2 durch, durch die anderen 2. Jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen, gehen hier in das nächste hinein. Und da machen wir das nächste Stäbchen hinein. Und so wiederholt sich das Ganze jetzt, bis ihr die gewünschte Höhe erreicht habt. Jetzt ist das mit meinem Faden nicht so gut hier.
wieder da in diesen Zwischenraum hinein, Faden holen, in die Masche einstechen, Faden durchholen, durch zwei durch, durch die anderen beiden durch. Und so geht das jetzt weiter, bis ihr die Höhe erreicht habt, die ihr wollt. Und ich zeige euch später einen gleichen Zwischenstand, wie das ausschaut. Ihr seht, hier bekommt ihr schon eine leichte Krümmung hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und genau das ist das, was wir wollen. Im Prinzip machen wir jetzt alles, wiederholt sich jetzt alles. Aber ich zeige euch nochmal, wenn wir am Anfang hier von der letzten Reihe angekommen sind, dann sehen wir uns nochmal kurz wieder. So ihr Lieben, ich habe meine Runde jetzt wieder beendet. Ich habe mir hier in die letzte, habe ich mir zwei Luftmaschen reingemacht. Und jetzt verbinden wir das Ganze wieder mit einer Kettmasche, um die Runde abzuschließen. Und jetzt macht ihr das, was ihr vorher auch gemacht habt. Wir machen uns wieder 5 Luftmaschen. Ups, 5. Und ihr stecht wieder hier in die erste hinein, in den Zwischenraum. Und wir häkeln wieder Stäbchen. Dann wieder 2 Luftmaschen. Dann wieder hier in diesen Zwischenraum hinein. Und so langsam wird unsere Tasche dann Form annehmen. Und so wiederholt sich jetzt eigentlich das ganze Spiel, bis ihr oben angekommen seid. Ich mache dann jetzt mal ein bisschen weiter. Und wie gesagt, ich zeige euch dann später mal einen Zwischenstand, wenn ich mich dazu entschieden habe, wie groß die Tasche wird. Aber im Prinzip ändert sich jetzt nichts. Immer in die letzte Masche eine Kettmasche. Und dann fangt ihr von vorne an. So, ihr Lieben, so schaut es bis jetzt aus. Bin sehr zufrieden. Ich werde das jetzt noch die Restwolle hier verhäkeln. Und dann geht es so langsam dran, an den Griff zu häkeln. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Und jetzt verbinde ich das hier Ganze mit einer Kettmasche. Wie vorher auch schon. Und jetzt geht's weiter. Ich habe meinen Faden eingespannt und hole mir jetzt erstmal meinen blauen Faden. Wir wechseln jetzt die Farbe hier. Halten den gelben Faden fest und ziehen diesen Faden erstmal hier durch. Ich hoffe, ihr konntet das gut sehen. Jetzt müssen wir ein bisschen Fäden sortieren hier. Okay, das geht ganz gut. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir machen jetzt erstmal hier eine Luftmasche hinein. Und jetzt häkeln wir In jedem von diesen Löchern hier häkeln wir jetzt jeweils 3 feste Maschen hinein. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Wenn nicht, dürft ihr mich dann nachher wieder anscheißen. Das ist alles okay. Und jetzt gehen wir hier in diese feste Masche hinein. Und häkeln uns da auch eine feste Masche hinein. Nun geht es weiter. Wieder in das nächste Löchelchen hinein. Wieder 2 feste Maschen. Und so haben wir auch gleich den Faden mit vernäht. Und jetzt gehen wir wieder hier in dieses Maschenglied hinein.
und wieder mit verhäkeln. So bekommen wir einen guten Abgang und jetzt geht es wieder hier in diese Masche hinein, zweimal dadurch, nochmal eins, nochmal zwei und dann wieder direkt hier in dieses Glied hinein und wieder eine feste Masche häkeln. Und so machen wir jetzt erstmal eine Reihe rundum. Wir sind jetzt wieder am Ende der Reihe angekommen. Wir machen das letzte jetzt noch zusammen. Wir machen hier noch zwei feste Maschen hinein. Und jetzt zum Abschluss geht ihr in diese erste Masche geht ihr hinein. Holt euch den Faden durch und ihr macht eine Kettmasche. Damit ist euer Teil verbunden. Und jetzt machen wir wieder erstmal eine Luftmasche. Und jetzt geht ihr in jede einzelne Masche, die ihr habt, stecht ihr ein und macht eine feste Masche hinein. In jede einzelne. Und genauso machen wir das jetzt zwei Runden lang. Überall feste Maschen reinmachen. Aufhören mit einer Kettmasche, einer Luftmasche wieder und so weiter, bis wir durch sind. Wenn ich fertig bin, zeige ich euch, wie es ausschaut. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder am Anfang angekommen. Die letzte Masche machen wir noch zusammen. Und dann können wir diesen Teil hier schon mal abschließen. Da zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Ich steche mir hier in diese allererste Masche rein. Machen uns eine Kettenmasche. Und damit haben wir die Runde abgeschlossen. Und nun zeige ich euch, wie es weitergeht. Jetzt habe ich das so einigermaßen übereinander gelegt. Ich bin da nicht so gut im Übereinanderlegen, das spielt aber gar keine Rolle in dem Fall. Und jetzt zählt ihr euch hier diese Löcher ab, die übereinander liegen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt, wir gehen jetzt mal 5 rüber. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir markieren uns das Ganze von beiden Seiten. Machen wir hier einen Marker rein. Von der Seite 1, 2, 3, 4, 5. Damit es passt, gehen wir hier ins sechste hinein. Sind wir hier auch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sind wir hier auch. Und genau dasselbe machen wir jetzt von der anderen Seite eben auch. Wir machen jetzt erst wieder eine Luftmasche und jetzt häkeln wir bis zu diesem ersten Punkt, häkeln wir jetzt alles wieder in festen Maschen. Stopp, das war falsch, ich will euch ja nichts Falsches erzählen. Also, alles in festen Maschen häkeln. Ihr markiert wieder eure erste Masche hier, logischerweise, damit ihr wisst, wo ihr angefangen habt. Und wenn ich dann an den Punkt angekommen bin, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt am gesagten Punkt angekommen, wie ihr das seht. Ich stehe hier genau über dieser Masche drüber. Und jetzt, ab jetzt häkeln wir Luftmaschen. Die genaue Anzahl sage ich euch gleich. Erstmal nur Luftmaschen häkeln. Und wie gesagt,
Wie viele wir brauchen, das erzähle ich euch gleich, weil ich noch nicht weiß, wie groß mein Griff wird. Ich habe jetzt genau 30 Luftmaschen gemacht. Das sollte mir eigentlich reichen. Und jetzt seht ihr hier die gegenüber diesen Punkt. Und da müssen wir jetzt reinstechen. Ihr müsst jetzt aufpassen, dass eure Luftmaschenkette nicht verdreht ist. Und jetzt gehen wir hier in dieses gegenüberliegende Loch gehen wir hinein. Holen uns den Faden durch. Ziehen den Faden durch, wenn wir den durchbekommen. Sollte aber eigentlich funktionieren. Wunderbar. Damit habt ihr euer Teil verbunden. Und jetzt häkeln wir ganz genau weiter bis zur anderen Seite mit festen Maschen. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen hier. Einfach weiter häkeln in feste Maschen, bis ihr auf der anderen Seite angekommen seid. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite angekommen und ihr seht, hier ist mein nächster Marker und hier häkeln wir uns jetzt auch 30 Luftmaschen, also da dürft ihr euch jetzt nicht verzählen und die machen wir jetzt und dann verbinden wir wieder. So, ich habe meine 30 Stück gemacht. Auch hier bin ich jetzt am anderen Marker angekommen. Auch hier wieder wichtig, dass ihr hier nichts verdreht. Und wir stechen da jetzt wieder ein. Verbinden uns das Ganze mit einer Kettmasche. Wenn wir es dann durchbekommen. Einmal frei. Und jetzt häkeln wir einfach weiter. Bis auf die andere Seite. Wenn ihr am Ende der Runde angekommen sind, macht ihr natürlich wieder eine Kettmasche und eine Luftmasche. Und dann zeige ich euch, wenn wir hier wieder am Anfang angekommen sind. Ich bin jetzt wieder am Anfang angekommen und wie schon gesagt, wir verbinden das Ganze mit einer Kettmasche, machen wieder eine Luftmasche und häkeln die nächste Runde, bis wir jetzt wieder an unserem Griff angekommen sind. Wie viele Runden ihr jetzt häkelt, das ist euch überlassen, wie dick ihr den Griff haben wollt. Ich werde euch später erzählen, wie weit ich gekommen bin. Aber wir sehen uns gleich wieder, wenn ich am Griff angekommen bin. So, ich bin wieder an meinem Henkel angekommen. Und den häkeln wir jetzt auch, wie den Rest, komplett mit festen Maschen. Das heißt, ihr geht jetzt in jede Masche, einzelne Masche geht ihr jetzt rein. Und wir häkeln uns da feste Maschen hinein. Einmal rundherum. Sollte kein Problem für euch sein. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen. Wie gesagt, beim letzten Mal hat mich ein Zuschauer angeschrieben, der gesagt hat, oh, man sieht ja so ab und zu mal so wenig. Das kann schon mal vorkommen, weil ich, wie gesagt, nicht immer auf die Kamera achte. Sollte nicht vorkommen. Ich gelobe immer Besserung. Aber es kann vorkommen. Es ist schwierig, wenn man ein Video alleine macht. Wie gesagt, jetzt in jede Masche häkelt ihr jetzt eine feste Masche hinein. Bis ihr am Anfang angekommen seid. Und ihr häkelt das jetzt einmal rundherum. Und wie viele Runden ihr jetzt häkelt, das ist euch überlassen. Ich zeige euch gleich, wie es ausschaut. Wenn ich am kompletten Ende angekommen bin und dann zeige ich euch auch, wie viele Reihen ich gehäkelt habe. So schaut es bisher aus. Und ich mache mal weiter. So, ich bin jetzt am Ende angekommen, fast. Die letzten Stiche machen wir jetzt noch zusammen.
Und dann ist unser Teil abgeschlossen. Ich habe insgesamt an den Griff 3 Reihen rangehäkelt. Das sollte eigentlich stabil sein, aber das zeige ich euch später, wie es ausschaut. Ich nehme jetzt hier noch meine Klammer hier raus. Und wir verbinden jetzt die erste Masche, wie immer. Die verbinden wir jetzt durch eine Kettenmasche. Und dann lassen wir den Faden etwas länger, schneiden das Ganze ab, ziehen den Faden raus und fertig ist unser Teil. Jetzt werden wir alles noch vernähen und dann zeige ich euch das Endprodukt, wie es ausschaut. So ihr Lieben, das ist das Endprodukt. 21 Reihen sind es geworden, hier für diesen gelben Part. Hier oben habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen insgesamt, wenn ich bis jetzt nicht verzählt habe. Bin zufrieden mit dem Ergebnis, sieht wunderbar aus und wird seine Funktion haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.